Sie waren ja maßgeblich beteiligt auch an der Sequenzierung dieser neuen Mutation. Und jetzt ist es allerdings so weit, dass Sie bereits warnen und sagen, man soll Tirol absperren. Warum? Einen schönen guten Nachmittag. Von mir stammt diese Warnung nicht in dieser Form. Was ich gesagt habe in den letzten Tagen, ist, dass wir, glaube ich, sehr genau hinschauen müssen, weil wir in Tirol eine größere Anzahl an dieser südafrikanischen Variante sehen. Die große Frage ist, glaube ich, ist das ein regional eingegrenzter Cluster oder ist das schon weiter verbreitet? Und das ist etwas, was gerade intensiv untersucht wird. Wie kommt es eigentlich, dass Tirol hier zum europaweiten Hotspot geworden ist, was diese südafrikanische Mutation betrifft? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Was ich Ihnen sagen kann, ist, wie die Varianten in Österreich verbreitet sind. Und wir sehen einerseits, dass die englische Variante vor allem in Ostösterreich relativ stark schon verbreitet ist, Burgenland, Wien, und dafür in Vorarlberg zum Beispiel kaum zu finden ist. Und wohingegen die südafrikanische Variante äußerst sporadisch in Österreich auftritt, mit Ausnahme von Tirol, wo es schon eine größere Anzahl gibt. Den Grund dafür kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind einfach dabei, die Daten zu erheben, um überhaupt zu verstehen, wie viele dieser neuen Varianten wir in Österreich schon detektieren können. Was man ja derzeit weiß, ist, dass die Variante eben ansteckender ist, jetzt nicht vom Krankheitsverlauf stärker, allerdings ansteckender, und sie reduziert die Immunantwort. Das bedeutet also, die Impfungen könnten nicht so wirksam sein. Was weiß man jetzt über die Wirksamkeit der Impfungen? Weiß man da jetzt schon Näheres? Ich glaube, was wir mit großer Sicherheit davon ausgehen können, ist, dass die derzeitigen Impfstoffe gegen die englische Variante sehr gut wirken. Da gibt es ausreichende Evidenz. Die andere Frage stellt sich, wie die derzeitigen Impfstoffe gegen die südafrikanische Variante, aber auch gegen die brasilianisch-japanische Variante wirken. Und es gibt erste klinische Hinweise aus Südafrika, wo neue Impfstoffe getestet werden auch, dass Impfstoffe, die in anderen Regionen der Welt 80-90% Schutz liefern, in Südafrika nur 50% liefern. Das ist, glaube ich, ein relativ starker Hinweis, dass die Schutzwirkung der derzeitigen Impfstoffe gegen die Südafrika-Variante wahrscheinlich nur bedingt gegeben ist. Also im Lichte auch dieses Wissensstandes, was müsste die Corona-Politik hier vorsehen? Für welche Maßnahmen sollte man sich hier entscheiden, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, ganz allgemein gesprochen, ohne Varianten mal im Fokus zu haben, sind unsere Infektionszahlen zu hoch. Sie sind zu hoch, um effektives Contact Tracing zu machen. Sie sind zu hoch, um auch wieder mal unseren Gesundheitssystemen eine Entlastung zu verschaffen. Sie sind auch zu hoch, um dem Virus das Wasser abzugraben, sich weiter zu verändern. Weil mit jeder Infektion hat das Virus die Chance, wieder neue Mutationen anzusammeln. Das heißt, für mich gesehen, rein pragmatisch, haben wir zu hohe Infektionszahlen. Und die zweite Frage ist, können wir die Varianten noch irgendwie eingrenzen? Ich glaube, bei der englischen Variante ist die Zeit wahrscheinlich in der Hinsicht schon abgelaufen, weil die in sehr hohem Ausmaße vorhanden ist in manchen Bundesländern. Bei der Südafrika-Variante ist das eine Frage, die noch nicht endgültig geklärt ist. Wenn das regional in Tirol begrenzt ist, würde sehr viel dafür sprechen, dass man sich ganz gezielt überlegt, wie kann man dort vor Ort die Mobilität einschränken und damit auch diese Varianten an ihrer weiteren Verbreitung zu hindern. Genau, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Es war eben nicht Sie, der diesen radikalen Vorschlag gemacht hat, Tirol abzuriegeln, sondern eben eine Kollegin, die Virologin Dorothea von Laer. Sie hat eben gemeint, man müsste Tirol abriegeln. Finden Sie, dass eine solche Maßnahme gerechtfertigt wäre? Ich kann Sie nachvollziehen, aus die Bedenken, die meine Kollegin hat. Ich für meinen Teil versuche, weniger Vorschläge zu geben, als mehr die Datenlage zu verbessern und zu erklären. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, sich zu überlegen, was wir da in Tirol machen können und sollen. Man muss aber auch dazu sagen, dass mittlerweile auch in Europa schon in verschiedenen anderen Gebieten vermehrt die südafrikanische Variante auftaucht. Ich habe heute gelesen, in Köln zum Beispiel gibt es jetzt neue Sequenzierungs-Efforts und da wurde zum Beispiel in 5% der Fällen, der Infektionsfälle, wurde die südafrikanische Variante gefunden. Das heißt, ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, wie breit die schon verbreitet ist, um dann zielgerichtet unter Umständen Maßnahmen zu ergreifen.
Das Problem ist eben nicht nur, dass diese Variante eben ansteckender ist, sondern eben auch, dass diese Impfungen dann nicht so gut wirken. Zu dem Punkt möchte ich nochmal zurückkehren. Wie kann man sich das vorstellen? Würden dann die Impfungen zumindest noch so weit wirken, dass sie einen schweren Verlauf verhindern können, oder ist dann auch das nicht mehr sicher? Um ehrlich zu sein, weiß man das nicht. Impfstoffe wirken so, dass sie in der Regel Antikörper und Immunzellen vorbereiten auf eine spätere Infektion. Und diese Antikörper, das kann man sich vorstellen, das sind kleine Moleküle, die sich an das Virus heften und verhindern, dass es in die Zelle eindringt. Und die südafrikanische Variante jetzt, die hat eine ganz spezielle Mutation, die heißt E484K. Und diese Mutation bewirkt, dass die Antikörper nicht mehr so gut an das Virus binden können. Und das erklärt, warum dann die Antikörper von diesen Impfstoffen nicht mehr so gut das Virus neutralisieren können. Was das dann genau bedeutet im Hinblick auf die Vermeidung von schweren Verläufen und die Schutzwirkung insgesamt, ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber läuten da bei Ihnen nicht die Alarmglocken, wenn auf der einen Seite jetzt eben diese Mutationen immer weiter sich ausbreiten, vor allem eben diese südafrikanische, auf der anderen Seite kommen wir in der EU mit dem Impfen einfach nicht voran? Ich glaube, man muss das Ganze noch ein bisschen größer sehen. Und zwar einerseits versuchen, möglichst rasch die vulnerablen Bevölkerungsschichten zu impfen. Ich glaube, an sich ist es eine Erfolgsstory, dass wir in Europa 3 Impfungen, mittlerweile, glaube ich, in den USA oder so und Russland insgesamt bis zu 6 verschiedene Impfstoffe schon zur Verfügung haben. Das gab es noch nie. Gleichzeitig muss uns auch klar sein, dass das Virus nicht Halt macht. Das wird sich weiter verändern. Es wird nicht Halt machen vor der südafrikanischen und der brasilianisch-japanischen Variante, es wird weiter mutieren. Das heißt, ich glaube, wir kommen jetzt in eine Phase, wo ein ständiger Wettlauf mit der Zeit ist. Einerseits müssen wir versuchen, möglichst rasch zu impfen. Gleichzeitig müssen wir hoffen, dass das Virus sich nicht zu weit mutiert hat. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man den Ausgang dieses Wettrennens nur bedingt vorhersagen. Also Sie haben das gut auf den Punkt gebracht, es ist ein Wettrennen, eben ob wir rechtzeitig genug Menschen durchgeimpft haben. Da arbeitet man ja hoffentlich auch wirklich mit allen Mitteln daran derzeit, auch in der EU. Auf der anderen Seite, wie sehen Sie jetzt auch die Lockerungen in Österreich ab 8. Februar mit der FFP2-Maskenpflicht? Ist das genug, kann das genug sein, um der Verbreitung hier entgegenzuwirken, gerade auch jetzt im Hinblick auf diese südafrikanische Variante? Wenn man jetzt nur eine virologische Perspektive einnimmt, dann gibt es kein Argument, um jetzt gerade eine Lockerung durchzuführen. Es spricht alles dafür, dass die Zahlen, die sind verlaufen seitwärts, gleichzeitig die Varianten steigen an. Das heißt, man muss erwarten, dass die Zahlen steigen werden, sogar ohne Lockerung. Gleichzeitig verstehe ich, dass es verschiedene andere realpolitische Entscheidungen und Perspektiven gibt. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit der Politik, dass dann Kompromisse geschlossen werden, was ja normal ein Vorteil ist, aber ich kann nur sagen, aus virologischer Sicht gibt es keinen Grund für Lockerungsmaßnahmen, höchstens, wenn diese Maßnahmen dazu führen, dass die Bevölkerung zum Beispiel besser motiviert ist, um die anderen Schutzmaßnahmen noch konsequenter umzusetzen. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man nicht vergessen in diesen Tagen, dass wir die Bevölkerung weiterhin abholen müssen, dass sie das verstehen, dass sie motiviert sind, warum gerade jetzt die nächsten Wochen und Monate eine sehr schwierige Zeit werden. Und wenn da zum Beispiel gewisse Maßnahmen wie eine Öffnung der Schulen mit gleichzeitig flankierenden Testmaßnahmen, die Sinn ergeben, wenn das dazu führt, dass insgesamt die Compliance, die Bereitschaft der Bevölkerung steigt, weiterhin sich an diese Maßnahmen zu halten, dann könnte das Sinn ergeben. Aber ich glaube, das muss man sehr vorsichtig angehen. Was wäre Ihr Appell jetzt als letzte Frage an die Politik ganz kurz? Was muss passieren? Was muss noch passieren? Ich hoffe, es muss nicht passieren, dass wir wieder Bilder wie in Italien sehen im letzten Jahr, weil ich glaube, das war mit einer der wichtigsten Gründe, warum der erste Lockdown so gut funktioniert hatte, weil einfach jeder vor Augen geführt bekommen hat, was passieren kann, wenn die Situation außer Kontrolle gerät. Ich glaube, dass wir insgesamt, würden wir sehr gut daran tun, zu versuchen, die Infektionszahlen runterzubekommen, unabhängig von welcher Variante, sondern einfach insgesamt, die Infektionszahlen sind so hoch. Und wenn wir das schaffen, dann bekommen wir auch einen Spielraum für die nächsten Wochen und Monate. Und insofern glaube ich, aus rein wissenschaftlich-virologischer und auch epidemiologischer Sicht kann man nur sagen, dass wir hoffentlich Maßnahmen setzen werden, um die Neuinfektionen deutlich zu reduzieren.